Was sagen die Zuschauer zu meinem Dschungelgarten? Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Ja, der Dschungelgarten schreitet voran, vor allem jetzt auch mit der aktuellen Woche, mit dieser Dschungelgarten-Challenge, wo wir ja jeden Tag plus minus um die 50 weitere Pflanzen hier einpflanzen. Es werden dann auch noch ein paar große Bäume kommen. Da schauen wir dann aber am Wochenende, weil die müssen dann auch mit einem Lastwagen oder Pickup geliefert werden. Aber im heutigen Video möchte ich mal auf eure Kommentare eingehen. Mal die Kommentare anschauen der letzten Videos und mal da ein paar Fragen beantworten. Ja, eine Frage oder eine Bemerkung war, der Garten ist bereits komplett überladen. Weniger ist manchmal mehr. Ja, also, ist ja eine Kritik in diesem Sinne, muss ich aber sagen, ich bin da eher vom Gegenteil überzeugt. Ich finde, in einem Land, wo es so heiß ist und die Sonne permanent oder jeden Tag hier mit 30 Grad runterbrutzelt, macht sich so ein Dschungel nicht schlecht. Einerseits bietet er natürlich einen Lebensraum für sehr, sehr viele Tiere, Insekten. Und andererseits finde ich auch, wie in einem Wald werden sich die Bäume ja gegenseitig auch beim Wachstum unterstützen. Klar, es wird auch Bäume geben oder Pflanzen geben, die das Wachstum eines anderen Baumes etwas einschränken werden. Aber das ist ja auch nicht schlecht, weil es müssen ja hier auch nicht alle Bäume 20 Meter in die Höhe schießen, sondern wenn sie sich dann irgendwann mal auch beim Wachstum etwas im Wege stehen, dann werden die Bäume dann hoffentlich auch irgendwann so bei 4-5 Meter nicht mehr allzu hoch in die Höhe wachsen. Aber wenn man ja in einen Wald schaut, dann muss man ja sagen, im Wald stehen die Bäume in 1 bis 2 Meter Abstand nebeneinander und das funktioniert dort genauso gut, wie es auch hier funktionieren wird. Und der Schlüssel zu einem angenehmen Leben in Thailand ist Schatten, weil, wie gesagt, es ist hier sau heiß und ein Dschungel bietet halt Schatten und vor allem auch extrem viele Lebensmittel, weil 90%, was hier wachsen wird, sind Obst und Gemüse. Dann eine weitere Frage war wegen den Hühnern, und zwar die kam relativ oft: Warum keinen Hahn? Ja, wir haben aktuell 4 Hühner und man kriegt ja auch Küken in Bangkok, die man dort abholen kann oder liefern lassen kann. Also sollten wir uns jetzt mal entscheiden, dass wir weitere Hühner möchten, dann würde ich einfach Küken dazu nehmen. Und wir hatten gestern bereits Besuch von einem Hahn. Ich habe es ja auch schon gesagt, außerhalb der Mauer hier laufen die Hühner frei rum, also die wilden Hühner und auch natürlich der Hahn. Und der kam gestern über die Mauer geflogen, in etwa 5 Meter Höhe, unglaublich wie weit der fliegen kann. Und war natürlich kurz zu Besuch. Klar, meine Legehennen sind hier in einem Stall drin, aber die kommen nächste Woche raus. Weil wir haben zurzeit so viel Ungeziefer, vor allem auch die Skolopender, sehr viele kleine Skolopender, die giftigen kleinen Dinger da. Und da sollen die Hühner mal ein bisschen aufräumen. Aber mir ist auch klar, dass 4 Hühner hier nicht allzu viel ausrichten können. Aber Hauptsache, sie haben genügend zu futtern, also auch Proteine. Dann werden wahrscheinlich dann auch die Eier, also sie sind jetzt schon, aber sie werden dann wahrscheinlich noch besser. Dann haben wir einen Kommentar noch von Angelika und sie schreibt: Hühnermist ist garantiert nicht das Beste. Das wird dir jeder Gärtner bestätigen. Hühner- und Taubenmist ist viel zu scharf. Am besten, du nimmst deinen Hasenmist. Der ist optimal. Ja, das Ding ist halt einfach, in Thailand schwören die meisten Bauern auf Hühnermist. Natürlich auch Kuhmist, den habe ich bis jetzt ja auch oft verwendet. Aber Kuhmist ist bei einigen Pflanzen, vor allem bei Durien, nicht geeignet. Die gehen sofort ein. Hingegen mit Hühnermist haben hier die meisten sehr gute Erfahrungen gemacht. Und Tauben, da habe ich auch genau dasselbe, wie man ja hier sieht auf dem Boden, da ist ja alles voll mit Taubenkacke. Kommt ja vom Dach runter und da wird jeden Tag wird hier gereinigt und die Taubenkacke wird dann halt einfach hier ins Kies rein gesprüht, gewaschen. Und da sind ja die Pflanzen und bekanntlich wachsen ja die Pflanzen bei mir ums Haus extrem gut. Also
Ich persönlich, es kann sein, dass das stimmt, was du sagst. Ich bin kein Gärtner, ich habe das nie studiert oder gelernt, aber ich habe hier keine negativen Erfahrungen gemacht mit Hühner oder mit Vogelmist im Allgemeinen oder Vogelkacke im Allgemeinen, sondern eher das Gegenteil. Bis jetzt wächst eigentlich alles sehr gut in diesen Bereichen. Ja, noch schnell was zum Hühnermist. Also es ist auch hier so, dass wenn ich Mist verwende, egal ob Hühnermist oder sonst irgendein Mist, ich gebe den nie direkt an den Baum, sondern immer so einen halben Meter bis einen Meter entfernt. Zum Beispiel hier, man sieht ja, da ist wie so ein kleiner Hügel, wo die Pflanzen drauf sind, und wenn, dann gebe ich den Mist hier rein, dass wenn es dann auch regnet oder wenn Wasser kommt, wenn es heftig regnet, dann wird das hier schön in die Erde eingeschwemmt, die Nährstoffe, und nicht direkt um den Baum herum bei den Wurzeln. Funktioniert zwar ab und zu auch, aber besser ist es bei mir jetzt, den Mist immer, egal was es ist, einen halben Meter bis einen Meter vom Baum entfernt auszutragen. Und ja, dann wächst auch hier alles perfekt, ohne große Schäden zu haben. Hier ist zum Beispiel jetzt so eine Ausnahme. Hier habe ich den Mist direkt an den Stamm gegeben, aufs Kies, und es ist einfach ganz verrückt, wie dieser Baum wächst. Also da kannst du zuschauen, der geht jede Woche geht er etwa 10 cm hoch in alle Richtungen. Ja, dann noch schnell was zu den ganzen Pflanzenvorschlägen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Einige, wie zum Beispiel Lutz, Lea, haben auch bereits erkannt, dass Pflanzen angeschafft wurden, die mal vorgeschlagen wurden in der Vergangenheit. Das Ding ist halt, wenn ich einen Vorschlag habe von euch, dass mir noch eine Pflanze fehlt, dann schreibe ich mir das auch auf, aber ich kriege die Pflanze zum Beispiel zu dieser Jahreszeit nicht. Also es ist hier so, dass du hast etwa im Umkreis von 10 Kilometer 50 Pflanzenhändler, die in der Regel dieselben Pflanzen verkaufen, aber der eine oder andere hat manchmal was Spezielles. Und da gehst halt ab und zu mal hin, schaust ein bisschen, ja, dich um, und wenn sie was haben, was du noch nicht hast, dann kaufst du es. Ich habe auch sehr viele Vorschläge bekommen von Pflanzen, die es hier in Südostasien gar nicht gibt. Also Pflanzen, die es hier nicht gibt, die werde ich hier auch nicht anpflanzen. Jemand hat mir zum Beispiel mal Samen gesendet aus Europa. Habe ich versucht, geht natürlich nicht. Also irgendwie auch Apfelbaum oder europäische Kirsche und so, wächst hier nicht. Ist viel zu heiß, ist nicht dasselbe Klima hier. Ja, und wenn ich was finde, was ich nicht habe, wie zum Beispiel jetzt Granatapfel, habe ich zwar schon zwei kleinere Bäume gehabt, und jetzt habe ich vor kurzem noch zwei große, 1,50 Meter hoch sind sie, gefunden in einem Shop, habe ich die natürlich auch gekauft. Jetzt habe ich 4 Granatapfelbäume, aber zwei größere, und ich bevorzuge natürlich immer größere Pflanzen, weil dann wartest du auch nicht allzu lange, bis die dann irgendwann mal Früchte haben. Dann gibt es noch ein kurzes Schlangen-Update. Wir hatten ja wieder zwei Schlangen, also ich glaube, von der ersten habe ich berichtet. Die haben wir sogar eingefangen, die erste, und ein kleines Video gemacht. Auf Instagram habe ich das gepostet, in einer Story. Und jetzt hatten wir wieder eine am Folgetag, und es handelt sich dabei wirklich um kleine Schlangen, aber sie sind auch nicht giftig. Und es scheint so zu sein, dass irgendwo hier ein Nest sein könnte. Wir hatten ja Paarungszeit, ich hatte über 2 Monate keine Schlange mehr und habe auch schon gedacht, dass es am Kies liegen könnte, den wir ja ums Haus herum ausgetragen haben. Aber vielleicht habe ich mich auch zu früh gefreut. Wir werden jetzt sehen, die kommenden Wochen, Monate sind in der Regel sehr schlangenintensiv. Zum Vergleich, letztes Jahr hatte ich jede Woche eine Schlange von 10 cm bis zu 2,5 Meter Länge. Also ich bin mal gespannt, was dieses Jahr noch alles auf uns zukommt. Ja, da haben wir ein paar Fragen beantwortet. Sonst muss ich sagen, wenn ich so in die Kommentare schaue, sind die Rückmeldungen
sehr, sehr positiv zu diesem Dschungelgartenprojekt. Es freut mich natürlich auch, dass es so vielen gefällt und auch immer wieder Tipps kommen. Wie gesagt, ich versuche natürlich möglichst viel umzusetzen, aber dass ich alles umsetzen kann, ist nicht möglich. Einerseits, weil es einfach nicht verfügbar ist, das, was verlangt wird oder vorgeschlagen wird. Und andererseits natürlich auch die finanziellen Mittel. Also wenn jetzt irgendwo eine Pflanze, eine spezielle Pflanzensorte vorgeschlagen wird, die hier, keine Ahnung, 200-300 Euro kostet, so viel Geld werde ich dann auch nicht ausgeben für eine Pflanze. Ja, es wird noch vieles kommen die nächsten Wochen, solange auch die Challenge noch läuft. Also vor allem, ich schätze mal jetzt nach dem Wochenende, werden hier wiederum die 200 Pflanzen mehr sein und größere Bäume. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmals an und vor allem auch, wie sich es entwickelt. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Grüße aus Thailand.